von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes nicht zu scheren. Die klassische Version, die in die Katechismen eingegangen ist und Generationen in ihrem Denken geprägt hat, geht auf denselben Anselm von Canterbury, ist vielen von Ihnen bestens bekannt, man nennt sie Satisfaktionslehre. Demnach steht es für die durch die Erbsünde sündig gewordene Menschheit nicht gut, aut Satisfactio, aut Pöna, entweder Genugtuung oder Strafe. Der Mensch, der eine unendliche Schuld auf sich gezogen hat, muss nun eine unendliche Genugtuung leisten. Das kann er nicht. Gott könnte es, muss es aber nicht. Er hat nicht gesündigt. Also, so konzipiert Anselm, braucht es den Gottmenschen. Als Gott kann es und als Mensch muss er nicht, weil er nicht gesündigt hat, wohl aber will es. Und das Wollen ist mehr als das Müssen. Also, er erwirbt unendliche Verdienste. Diese Verdienste werden auf die Kirche übertragen. Thesaurus Ecclesiae, Gnadenschatz der Kirche. Die Menschen können daraus schöpfen. Und der Menschgewordene spricht zum Menschen am Ende seines, am Ende des Werkes vom Anselm, der letzte Satz. Nimm mich und erlöse dich. Mit den Früchten des Handelns vom Gottmenschen kann nun der Mensch zur Erlösung schreiten. Diesen kunstvollen Raster scheint nun Maria fast auf eine anarchische Art und Weise zu sprengen. Denn sie rettet. Sie rettet ohne Wenn und Aber. So anarchisch wie unsere Luzifer-Legende war das Poem, das uns Fjodor Dostojewski in seinem Meisterwerk Die Brüder Karamasow überliefert, nicht. Der Gang Mariens durch die Höllenstrafen heißt das Poem. Er wird dort von dem zynischen Iwan Karamasow in gotteslästerlicher Absicht seinem Bruder Aljoscha erzählt. Der Zuhörer, der Aljoscha, ist aber keineswegs skandalisiert, im Gegenteil. Was sagt die Legende? Die Gottesmutter besucht die Hölle und der Erzengel Michael führt sie durch die Höllenstrafen. Sie sieht die Sünder in ihren Qualen. Und darunter eine höchst bemerkenswerte Kategorie von Sünder in einem brennenden See. Wer in diesem See so tief versinkt, dass er nicht mehr an die Oberfläche auftauchen kann, der ist schon von Gott vergessen. Ein Ausdruck von einer außerordentlichen Tiefe und Kraft. Da wirft sich die erschütterte Gottesmutter vor Gottes Thron auf die Knie und fleht um Gnade. Sie fleht um Gnade für alle, die in der Hölle sind. Für alle, die sie dort gesehen hat. Für alle ohne Unterschied. Ihr Zwiegespräch mit Gott ist kolossal interessant. Sie fleht, sie weicht nicht. Und als Gott auf die von durch Nägel durchbohrten Hände und Füße ihres Sohnes weist und fragt, wie könnte ich seinen Peinigern vergeben? Da ruft sie alle Heiligen, da ruft sie alle Märtyrer, alle Engel und Erzengel auf, mit ihr niederzuknien und um Gnade für alle zu flehen, ohne Ausnahme. Am Ende gewährt ihr der Herr ein Aussetzen der Höllenstrafen jedes Jahr vom Karfreitag bis Pfingstsonntag. Maria ist in dieser Legende der Inbegriff der Milde, der Inbegriff der Gnade. Die Zuflucht der Sünder. Und dies ohne Wenn und Aber. Aber nicht nur im Jenseits. Das ist sie schon im Diesseits. Unzählige marianische Legenden, die eine außergewöhnliche Marienfrömmigkeit am Rande der Kirche inspirieren. Tausende und aber Tausende, wenn gar nicht Millionen von Menschen beteten und beten vor ihren Bildern. Und Figuren flehen um Hilfe. Diese Maria verkörperte im Mittelalter das, was man gemeinhin Barmherzigkeit nennt. Der Gerechte, ja, der zornige Vater auf der einen Seite und die barmherzige Mutter auf der anderen Seite.
Mehr noch, Maria lehnt das Leistungsprinzip ab. Nicht, weil du schön, klug, erfolgreich, musikalisch, potent und was auch immer bist, stehe ich zu dir, sondern ich stehe zu dir ohne Bedingungen. Ich stehe zu dir, weil du da bist, weil du mich brauchst. Es ist die Bedingungslosigkeit einer Mutter, die ihr Kind nicht im Laden umtauschen kann, wenn es ihr nicht passt. Sie gehört den Armen, den Ungelehrten, den Bettelmönchen. Sie gehört dem Volk. Die Madonna der Spitzbuben hat man sie genannt. Also die Madonna im 19. Jahrhundert des verarmten Landproletariats, das mit den sich ständig verschärfenden Gesetzen, die das Eigentum definieren, in Konflikt kommt. Diebe, Räuber, Mafiosi verehren diese Maria. Eine polnische Legende erzählt von einem Räuber, der die Maria anruft, ehe sie ihm den Strick um den Hals legen. Sie eilt herbei, stellt sich unter dem Galgen, hält ihm die Füße, stützt ihn 3 Tage lang, bis alle überzeugt sind, dass er tot ist. Er wird abgeschnitten, liegen gelassen. Wenn niemand mehr da ist, eilt er weg und dank der Jungfrau für die Hilfe. Noch einmal, Diebe, Räuber. Der Klosterzucht entlaufene Mönche und Nonnen sind die Helden solcher Legenden. Die gegen Law and Order, gegen die Herrschafts- und Ordnungsdenken sind. Und schon die letzte, für mich die schönste Legende aus dieser Kiste. Schwanger. Schwanger, um Gottes Willen. Nein, doch. Und was nun? Schweiß gebadet an der Grenze zu einer Panikattacke kniet die Frau vor dem Altar der Mutter Gottes. Blitz und Donner haben sich ihre Seele bemächtigt. In ihrer Ratlosigkeit weiß sie nur noch eines, um Hilfe zu flehen. Bei der Mutter der Barmherzigkeit. Denn sie hat allen Grund dazu. Die bischöfliche Visitation steht ins Haus. Und sie ist die Äbtissin des Klosters. Nun eine schwangere Äbtissin. O Maria, hilf! Und siehe da, schnurstracks steigt Maria vom Altar herunter, verwandelt sich. Und zwar so, dass sie der Äbtissin zum Verwechseln ähnlich ist. Beruhige dich. Beruhige dich, bring dein Kind zur Welt, verlasse das Kloster. Sei meine gute Mutter, sorge für das Kind. Und wenn es dich nicht mehr braucht, kehr ins Kloster zurück. Und bis dahin werde ich dich in deine Funktion als Äbtissin vertreten. Keine wird es merken. Eine wunderbare Legende. Noch einmal, was fasziniert an diesen Geschichten? Das ist die tiefe Menschlichkeit und der radikale Protestcharakter. Hier bei der Äbtissin auch Protest gegen den Moralismus in Sachen Glaube und Kirche. Protest gegen die Skandalmentalität. Denn gesunde Religiosität wächst dort, wo die Menschen den Gift des Moralismus ablegen und auch das Gift der Skandalmentalität. So paradox es für viele klingen mag, gerade Marienfrömmigkeit war früher eine der besten Antibiotika, religiösen Antibiotika, gegen die Gifte des Moralismus und der Skandalmentalität. Anders oder doch ähnlich gelagert ist ihre Rolle in der von der Pest geplagten Gesellschaft. Gott ist taub in dieser Zeit. Er hört uns nicht. Und Gebete können die Gewalt der Pest nicht brechen, dichtete im 14. Jahrhundert der englische Dichter William Langland. Hier geht es nicht um das Schema Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, denn die Pest könnte nicht als gerechte Strafe für den Sündern erkannt werden. Sie ist wahllos über Gerechte und Ungerechte hereingebrochen. Das Bild des zornigen Gottes schiebt sich in den Vordergrund. Man müsste sagen, eines zornigen Gottes, der durchgedreht hat.
wahllos seine Pfeile auf die Menschen schießt. Die Menschheit ist geplagt. So paradox es klingen mag, gerade die Aufgeklärten fangen an, nach Ursachen zu suchen, und sie finden auch dort Ursachen, wo wir heute die Sündenbock-Mentalität verorten. Die Juden hätten die Brunnen vergiftet. Also Judenpogrome. Die ganz Frommen fanden eine Anwältin. Maria, an deren Schutzmantel die Zornespfeile abprallen. Maria schützt. Der geglaubte Schutz stärkt das Vertrauen im Alltag, gerade in Zeiten der Krisen, der biografischen und politischen Krisen. Meine Damen und Herren, warum dieser Einstieg? Für viele vielleicht der überraschende Einstieg zum Thema Marienerscheinungen, Volksfrömmigkeit trifft Theologie. Ein Einstieg, der auf den ersten Blick nichts zu tun hat mit dem Thema. Marienerscheinungen stellen ein Phänomen an der Basis dar, an den Rändern der Kirche. Vielleicht ein bisschen zugespitzt formuliert und ein bisschen salopp. Mir persönlich ist keine Erscheinung an Bischöfe und höhergestellte Kleriker bekannt, die von Bedeutung gewesen wäre. Außer den Träumen bei den Zisterziensermönchen und den Franziskaner im Mittelalter. Marienerscheinungen stehen als Frömmigkeitsphänomen an den Rändern dar. Dabei ist die Marienfrömmigkeit als solche so etwas wie die Verdichtung katholischer Mentalität. Katholisch, sprich allumfassend, allumfassende Mentalität. Sie stellt den Gipfel dar dessen, was wir Communio Sanctorum nennen, Gemeinschaft der Heiligen. Jene Form der Kirchlichkeit also, die von Erdenbürgern nicht nur bewundert, nicht nur nachgeahmt, sondern vor allem angefleht wird. Angefleht um Hilfe in all den Alltagsnöten. Katholizismus ist, wie der Name sagt, allumfassend. Mein Lieblingsbild dazu, das Sie nun verfolgen wird, hoffentlich. Katholizismus ist ein bunter Gemüsegarten. Denn das ist katholisch und das ist katholisch und das ist katholisch und noch das ist auch katholisch. Im Kontrast zum evangelischen Bekenntnisprinzip. Solus und sola. Solus Christus, sola Scriptura. Nur das. Katholizismus ist die Quelle des Barocks. In der Architektur und auch bei den älteren Herren, ne, der Barock. Ja. Im bunten Gemüsegarten des Katholizismus gibt es halt wie in jedem Garten auch Unkraut. Von dem Unkraut weiß man nie, ob es irgendwann doch nicht wegen seiner heilenden Wirkung wichtig wird. Wichtiger als all die ordentlichen Pflanzen. Doch bei aller Hochschätzung des Unkrauts darf dieses nicht wuchern. Damit also der Garten, damit sind wir bei der Methodologie der Mariologie, damit der Garten, was in unserem Zusammenhang heißt, damit die wild gewordene Volksreligiosität, gerade im Kontext der Erscheinungen, nicht alles überwuchert, braucht es die Arbeit der Gärtner. Das wäre die Rolle des kirchlichen Lehramtes und der Theologie. Denn das Wuchern ist wie in jedem Garten ein Problem. Die 1993, das ist die letzte erschienene vollständige Dokumentation der Erscheinungen Mariens, zählt über 900 Erscheinungen. Heute, 30 Jahre später, sind das längst vermutlich über 1000. Die wenigsten von ihnen sind kirchlich anerkannt. Volksfrömmigkeit trifft Theologie bedeutet wohl die an den Rändern der Kirche pulsierende Religiosität. Religiosität, die auf konkrete Nöte reagiert. Ängste kanalisiert, unter Umständen auch Ängste verstärkt oder minimiert. Diese Religiosität braucht rationale Kritik, aber auch Würdigung.
Sie braucht es gerade im Kontext der Marienfrömmigkeit. Und das ist geradezu atemberaubend, die in der Neuzeit, in der die Erscheinungen einen Höhepunkt finden, da passiert eine gewaltige Verschiebung. Verschiebung in der Frage Marienerscheinungen. Systematisch und bereits jetzt auf unser Thema zusammenfassend, würde ich das so formulieren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts scheint Maria ihre Einstellung zu den Menschen verändert zu haben. Sie ist nicht mehr jene Madonna der Spitzbuben, die sich zuerst und vor allem als Anwältin der Sünder zeigt. Anwältin der am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen. Eine Anwältin, die für ihre Schützlinge Grenzen überschreitet. Angesichts der gewaltigen Veränderungen des 19. Jahrhunderts, angesichts der Revolutionen, angesichts der Verfolgung der Kirche, mutiert sie immer mehr zu einer Maria, die an den alten Grenzen, aber auch an den neuen Grenzen, oft auch wegen dem befürchteten Chaos, zu einer verzweifelten Maria wird. Sie weint, vor allem aber droht sie. Sie droht. Passt auf, eure Tage sind gezählt. Zuerst scheint sie selber sich dem zornigen, ja, dem gerechten Gott anzugleichen, macht dasselbe, was er. Doch seit der Mitte, vor allem des 20. Jahrhunderts, wechseln sich die Rollen. Wo die Theologie und die Frömmigkeit immer mehr das Bild des barmherzigen Gottes entdeckt, da bekommt die Mutter plötzlich zornige Züge. Man könnte fast sagen, je barmherziger der Vater, umso zorniger die Mutter. Die Häufung solcher Erscheinungen in den letzten 150 Jahren, vor allem dann seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, legen fast eine ketzerische Frage nahe. Glaubt sie, glaubt diese Erscheinung, dass sie etwas erreicht? Es liegt vermutlich hier eine Parallele zu den Propheten. Die klagen und klagen und irgendwann verzweifeln sie. Ich erinnere an Jeremia und seinen berühmten Spruch: Kann Leopard seine Flecken ändern? Nein, so wird sich das Volk auch nicht bekehren. Die Häufung und Wiederholungen dieser Erscheinungsphänomene legen diese Vermutung nahe. Nun ist diese Verschiebung des Schwerpunktes, des Klimas der marianischen Erscheinungen nicht schlagartig geschehen und auch nicht vollständig geglückt, Gott sei Dank. Auch wenn man hin und wieder in der Öffentlichkeit den Eindruck gewinnt, es gäbe nur noch diese Marienapokalyptik, also die Untergangsvisionen. Nein, so einfach ist die Sache nicht. Der Eindruck, der in der Öffentlichkeit herrscht, ist nicht zuletzt durch die These der fundamentalistischen Mentalität befruchtet worden. Und deswegen sind auch Medien mehr interessiert an dem Untergang als an den anderen Bildern. Und all diejenigen von Ihnen, die sich heute erwartet haben, dass ich Ihnen ein vollständiges Panorama von diesen apokalyptischen Bildern heute präsentieren werde, werden ein bisschen enttäuscht. Ich versuche, das Land ein bisschen umfassender zu erkunden. Und der Theologe führt diese nicht hundertprozentig geglückte Verschiebung auf die Weisheit der Vorsehung natürlich zurück, die im Kontext radikale, soziale, politische und kirchliche Veränderungen andere Wege kennt als bloß Frustration, Drohung, als bloß erhobene Fäuste und Sprüche, deine Tage sind gezählt. Es kommen einige Sachen, die bestens bekannt sind, vollständigkeitshalber. Viele neuzeitliche Marienerscheinungen stehen wie die mittelalterlichen Legenden im Dienste der Integration. Paradigmatisch. Paradigmatisch steht dafür der größte Wallfahrtsort auf dem amerikanischen Kontinent, Guadalupe.
Zwischen 1519 und 1521 wird Mexiko, wie wir wissen, von Spanien erobert. Das Szenario dessen, was sich nachher abspielt, ist klar. Typisch. Knechtung der Einheimischen, Ausbruch von Epidemien, zahlreiche Geburten von mestizen Menschen, die zu Außenseiter der Gesellschaft werden. All das im Kontext der Christianisierung. Was ich aber im Dezember 1531 auf dem Berg Tepeyac ereignet, in der Nähe der Stadt Mexiko, stellt religionsgeschichtlich, theologisch eine Revolution dar. Ein getaufter Nahua-Indianer, Indio, der 57 Jahre alte Juan Diego, begegnet einer jungen Frau, die sich als Maria zu erkennen gibt. Sie verlangt, dass er, der Indio, zum Bischof, dem spanischen Bischof, geht und ihm ihren Wunsch überbringt, man möge hier eine Kapelle bauen. Beim zweiten Treffen mit Diego lässt sich der spanische Bischof Juan de Zumarraga überzeugen. Verlangt aber gut biblisch, denken Sie an Achas und den Propheten Jesaja, er verlangt nach einem Zeichen. Okay, sagt die Frau, Diego soll, so der Wunsch der Frau, Blumen auf dem Berg pflücken im Winter und diese im Umhang dem Tilma, dem Bischof bringen. Als Diego die Blumen dem Bischof zeigen wollte und den Umhang entfaltete, wurde auf der Innenseite seines Tilma das Bild einer Frau sichtbar. Der Frau, die er begegnete, das Bild Marias als Mestizin, als Außenseiter, als Außenseiterin par excellence. Am Rande gesagt, trotz emsiger Forschungen bleibt es ungeklärt bis heute, wie das Bild entstanden ist. Und warum der Stoff aus Agavenfasern nicht verrottet. Einzelne Fasern, die man aus dem Tilma entnommen hat, verrotteten nach 20 Jahren. Es gibt heftige Diskussionen über das Bild. Für und wider halten sich die Waage. Doch nicht diese Frage ist zentral bei Problemstellung Volksfrömmigkeit trifft Theologie. Wichtiger ist die Frage nach dem Sinn, nach dem Gehalt des Geschehens. Was passiert da? Die Erscheinung stellt nämlich eine Botschaft für die Spanier dar. Maria gehört nicht den Eroberern. Sie ist hier gar eine Einheimische, mehr noch eine Außenseiterin, eine Mestizin. Und die Mestizen sind Menschen am Rande, bei beiden Gruppen, von Spanier und Indios gering geachtet. Zum anderen stellt die Erscheinung und das daraus hervorgegangene Bild eine gewaltige Quelle der Kraft, eine Quelle der Hoffnung für das geknechtete Volk. Kein Wunder, dass in kürzester Zeit der Ort zum Wallfahrtsort wird, inzwischen wohl zu wichtigstem Wallfahrtsort beider Amerikas und auch zu einem der größten Wallfahrtsorte der Welt. 1991, 2002 besuchte Papst Johannes Paul II. Guadalupe, 2002 sprach er den Juan Diego Heilig. Weisheit der Vorsehung, habe ich gesagt. 300 Jahre später greift die Vorsehung zum gleichen Trick, wenn Sie so wollen. Zum gleichen Mittel, diesmal in Frankreich. Dem Land, in dem es fortan viele Erscheinungen, vermutlich die meisten Erscheinungen, geben wird. Warum? Man kann diese Frage kulturgeschichtlich, politisch, sozialpsychologisch diskutieren. Das ist nicht unser Thema. Ist es deswegen, weil dieses Land wie kein anderes Land im damaligen Europa zur Quelle gewaltsamer, gewaltiger gesellschaftlichen Umwälzungen wurde? Denken Sie an die Revolutionen. 1789, 1799, dann 1830, 1848. Denken Sie vor allem an das gewaltige Blutzoll, der in der liberalen Kultur so hochgeschätzten französischen Revolution, den mit ihr verbundenen Terror, die Verfolgung des Klerus, der Ordensfrauen, paradigmatisch sei an die 16 guillotinierten Karmelitinnen von Compiègne erinnert, die durch Gertrud von Lefort in der Novelle Die letzte am Schafott literarisch verewigt wurden.
Georges Bernanos verarbeitete den Stoff zum Drama. Die begnadete Angst. François Poulenc komponierte eine großartige Oper, die Dialoge der Karmelitinnen, demnächst an der Staatsoper. Noch einmal. Das Land erlebt gewaltige Umwälzungen. Und jetzt überraschend. In Paris, im Kloster der Vinzentinerinnen, in der Rue du Bac, erlebt eine junge 24-jährige Novizin im Jahre 1830, bald nach ihrem Klostereintritt, zweimal eine nächtliche Erscheinung. Catherine Labouré sieht Maria auf einer Kugel stehend, unter ihren Füßen eine Schlange. In der Hand hält sie eine kleine goldene Kugel, die sie zu Gott hinhält. Die Kugel verschwindet während der Erscheinung. Maria breitet ihre Hände aus, die Strahlen werden sichtbar. Das Ganze ist umrahmt durch ein Oval und eine Inschrift. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Katharine bekommt den Auftrag, das Bild als Medaille zu prägen. Die Rückseite ein großes M und zwei Herzen. Es war die Geburtsstunde der wundertätigen Medaille, des bald weltweit wohl am meisten verbreiteten katholischen Symbols, außer dem Kreuz natürlich. Symbolzeichen für die Immaculata und befleckte Empfängnis. Knapp 25 Jahre später wird auch das Dogma verkündet. Das Bild für Immaculata und Mittlerin der Gnade. Was ist nun die Botschaft dieser Erscheinung? Interessant. Dem Träger der Medaille wird besonderer Schutz versprochen. Der Theologe würdigt es und sagt, kontextualisiert in den Wirren und Umbrüchen, in denen die Unsicherheit und Angst an der Tagesordnung sind, wird hier dem einfachen Volk eine einfache Methode gegeben, dem Himmel nahe zu sein. Nicht vermittelt durch Hierarchie, auch nicht durch Strukturen, sondern durch eine Medaille, die man immer bei sich hat und trägt. Die Medaille hat sich ungeheuer verbreitet. Ähnliches, wenn auch mit anderen Mitteln, geschieht knapp 30 Jahre später. Bestens bekannt, am 11. Februar, mein Geburtstag, aber nicht damals, schon früher, fängt die Geschichte des wohl berühmtesten Wallfahrtsortes Lourdes. Es ist ein Phänomen. Es geht zurück auf die 18 Mal stattgefundene Erscheinung zurück. Zwischen dem 11. Februar und dem 16. Juli 1858 sieht die 14-jährige Bernadette Soubirous die Maria, die bei der 16. Erscheinung am 25. März ihren Namen preisgibt. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Sie selber weiß Bernadette nicht, was das heißt. Vergleiche Rue du Bac 1830, Dogma 1854, Lourdes 1858. Die Erscheinung wird vier Jahre später anerkannt kirchlich. Die Bernadette stirbt 1879 im Kloster in Nevers, wird dann heilig gesprochen. Was sagt der systematische Theologe zu Lourdes? Lourdes ist der Ort der Kranken. Tausende von Anträgen liegen da, Anträge auf Anerkennung als Wunderheilungen. Etwa die Hälfte dieser Anträge gilt als unerklärlich. Nur ein ganz geringer Teil. Unter 100 wurde als Wunder anerkannt. Also diese Art von Wunder, das ist nicht das Zentrum von Lourdes. Was ist Lourdes? Was ist die Faszination von Lourdes? Von ganz anderem Wunder erzählt der große österreichische Schriftsteller Franz Werfel in seinem Roman Das Lied der Bernadette. Warum erwähne ich das in einem Vortrag über Volksfrömmigkeit trifft Theologie? Sie wissen, angstvolle Zeit war das. Nach dem Zusammenbruch Frankreichs im Jahre 1940 blieben viele Juden, die aus Österreich und Deutschland nach Frankreich geflohen sind, in den Pyrenäen stecken. Einige nahmen sogar das Leben, wie der damals wohl schon berühmte Philosoph, neomarxistische Philosoph Walter Benjamin. Hans Werfel landete bei seiner Flucht in Lourdes, lernte so die Geschichte des Ortes kennen. Der mit der katholischen Kirche sympathisierende Jude
Ein umwerfender katholischer Roman, für den ich durchaus Werbung machen kann, der verunreute Himmel. Das liest man mit einer Freude sondergleichen. Der Film ist ein bisschen kitschig. Der mit der katholischen Kirche sympathisierende Jude kam in Berührung mit einem Marienheiligtum. Und was tat er? Das sage ich jetzt ganz bewusst. Er tat das, was jeder normale Mensch tun würde in der Situation der Bedrohung. Er gelobte. Er hat ein Gelöbnis gemacht. Er gelobte, sollte er die rettende Küste Amerikas erreichen, wird er als erstes vor jeder anderen Arbeit ein Buch über Bernadette schreiben. Das Gelöbnis hat er eingelöst. Und zwar sofort, nachdem er in Amerika ankam. Noch mitten im Krieg 1942 ist dieser wohl berühmteste katholische Roman, das Lied von Bernadette, erschienen. Und es wurde auch zum berühmtesten Buch von Werfel. Dieses Lied erzählt von einem Wunder, von der Macht des Glaubens. Oder besser gesagt, von der weltverändernden Macht der Glaubenden. Die Frage nach dem Wunder im Kontext der Erscheinung wird hier nämlich anders gefasst. Hier trifft die Volksfrömmigkeit von bester Qualität die Frömmigkeit eines Juden, der in der Bedrohung eben auch nach dem Rasiermesser greift, glaubensmäßig. Alles ist gut, wenn ich gerettet werde. Hier trifft diese Frömmigkeit auf eine narrativ entfaltete Theologie im besten Sinne des Wortes. Gerade auf diesem Hintergrund muss der Theologe sagen, man mag zur Frage der Marienfrömmigkeit und Erscheinungen unterschiedliche Meinung sein. Lehramtlich katholisch, niemand ist verpflichtet, daran zu glauben. Eines wird man aber nicht bestreiten können. Lourdes selbst wird zum Wunder. Lourdes unterbricht den Alltag von Millionen von Menschen. In Lourdes erfahren gerade diejenigen, die in der modernen Welt an den Rand gedrängt werden, zu Sprachlosigkeit und Einsamkeit verurteilt werden. Sie erfahren dort, dass sie aufgefangen werden. Mit Gefühl erleben Gnade und Zuwendung. Und dies im Namen jener Frau, die selbst zur Grenze überschreitenden Anwältin wurde und zur Begnadeten par excellence. Und dann gibt es natürlich noch das Problem, auf das wir noch später kommen, Lourdes und die Päpste. Erscheinungen sind immer Privatfrömmigkeit. Die Päpste haben sich ferngehalten von den Erscheinungsorten. Der erste, ich komme darauf zurück, war Paul VI., der nach Fatima gereist ist. Papst Johannes Paul II., war im Jahre 2004 in Lourdes ein Kranker unter Kranken. Dann Benedikt XVI. 2008. Spätestens jetzt werden wohl einige fragen, wo sei denn die Marienapokalyptik geblieben? Was ist mit der am Anfang angekündigten Verschiebung des Schwerpunktes in der marianischen Frömmigkeit? Wir kommen nun zum zweiten Teil, zum Bild der weinenden Maria und zur Geburtsstunde der sogenannten Marienapokalyptik. Der Terminus stammt von Gottfried Bachel, dem Linzer Dogmatiker. Das wissen Sie wahrscheinlich eh, aber es gibt immer irgendjemanden, der das nicht weiß. Am 19. September 1846 hüten zwei Kinder, Maximin Giraud, 11 Jahre alt, und Melanie Calva, 15 Jahre alt, auf einer Bergwiese in La Salette bei Grenoble ihre Kühe. Sie schlafen ein. Und als sie aufwachen, sehen sie ein schönes Licht, in dem sie dann die Gestalt einer Dame wahrnehmen. So beginnt wohl die umstrittenste unter den kirchlich anerkannten Erscheinungen. Kirchliche Anerkennung erfolgt nämlich 5 Jahre später, am 19. September 1851. Diese Dame sitzt auf einem Stein, stützt ihren Kopf in den Händen und weint. Sie fordert die Kinder auf, näher zu kommen, kündigt die furchtbaren Strafen Gottes an. Es kommt die Zeit der Hungersnöte und Epidemien. Als sie merkt, dass die Kinder nicht alles verstehen, wechselt sie vom Französischen zum Dialekt. Jedes Kind bekommt ein Geheimnis mitgeteilt. Die Botschaft unterscheidet sich radikal von dem, was Maria bisher tat und was Maria bisher sprach.
Aus den Aufzeichnungen von Melanie, 5 Jahre später und dann 20 Jahre später aufgezeichnet. Gott wird in noch nie dagewesene Weise strafen. Wehe den Bewohner der Erde. Gott wird seinen ganzen Zorn ausgießen und niemand wird sich der vielen Geiseln entziehen können. Die Führer des Gottesvolkes, damit ist Klerus gemeint, die Erscheinung ist radikal antiklerikal gegen höheren Kleriker. Die Führer des Gottesvolkes haben das Gebet und die Buße vernachlässigt und der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt. Gott wird der alten Schlange erlauben, Zwietracht unter den Regierenden in allen Gesellschaftsschichten und Familien zu sehen. Wehe den Kirchenfürsten, die nur danach trachten, ihre Macht zu erhalten und mit Hochmut herrschen. Der Stellvertreter meines Sohnes wird viel zu leiden haben, weil die Kirche eine Zeit lang große Verfolgungen ausgesetzt sein wird. Man wird die Vollmacht der Kirche abschaffen, Ordnungen und Gerechtigkeit mit Füßen treten. Die Regierungen werden alle das gleiche Ziel verfolgen, das darin besteht, jeden religiösen Einfluss zu beseitigen, um Materialismus, Atheismus, Spiritismus und alle Arten des Lasters Platz zu machen. Dann wird Jesus Christus, und jetzt achten Sie genau, dann wird Jesus Christus durch einen Akt seiner Gerechtigkeit und in seiner großen Barmherzigkeit für die Gerechten seinen Engeln befehlen, alle seine Feinde zu vernichten. Mit einem Schlag werden die Verfolger der Kirche Christi und alle Menschen, die sich der Sünde ergeben haben, zugrunde gehen und die Erde wird wie eine Wüste sein. Der Text ist natürlich 20, 25 Jahre später geschrieben worden von einer bereits über 20-jährigen Melanie. Danach wird Friede sein und die Versöhnung Gottes mit den Menschen. Man wird Jesus Christus dienen, ihn anbeten und verherrlichen. Die Nächstenliebe wird überall aufblühen. Ein klassisches Schema, ne? Radikale Bedrohung, Zerstörung und dann wird alles anders sein. Die neuen Herrscher werden der rechte Arm der Heiligen Kirche sein, eine starke Kirche, die demütig fromm arm sein wird und eifrig in der Nachahmung der Tugenden Jesu Christi. Der katholische Schriftsteller und Literat Ernst Renan warf 1860 der Kirche vor, sie habe deswegen die Erscheinung anerkannt, weil sie sich dadurch einen Gewinn sowohl der Frömmigkeit als auch der Autorität versprach. Melanie, wie ich schon gesagt habe, hielt einen Teil der schriftlich 5 Jahre nach den Erscheinungen fest, übergab sie auch dem Papst in Rom, der komplette Bericht. Und da fängt jetzt die Geschichte skurril zu werden. Und das ist bei den Marienapokalyptik-Erscheinungen sehr oft der Fall. Der komplette Bericht erscheint erst 30 Jahre später in Lecce in Italien durch den Einfluss des italienischen Bischofs, was dazu führt, dass sie sich überwirft mit dem eigenen Bischof in Grenoble. Es entsteht ein Streit plötzlich. Die Melanie ist von ihrer Psyche her unheimlich geltungssüchtig. Sie erhofft sich Berühmtheit. Das wird sie nie erhalten. Das sind so Nebenerscheinungen von diesem Phänomen. Und in diesen 30 Jahre später erschienenen Aufzeichnungen ist auch jener verhängnisvolle Satz, der weltweit dann unheimliche Folgen gehabt hat. Ich bin mit diesem Satz schon als Kind in Polen konfrontiert worden. Dort steht es, eine Jüdin wird den Antichristen zur Welt bringen. Eine Jüdin wird den Antichristen zur Welt bringen und das wird, wenn man so will, der Auftakt zum Ende. Die Fragwürdigkeit von La Salette hängt sicher mit der Person der Melanie zusammen ein bisschen, mit ihrem späteren Verhalten. Sie hängt aber auch mit den Inhalten. Übrigens nur am Rande gesagt, 1900 hat die Melanie, die inzwischen in den Hintergrund gedrängt wurde durch die Bernadette Soubirous und durch die kleine Teresa von Lisieux, es hat plötzlich 2 große Frauen im französischen Katholizismus gegeben, die sehr populär wurden. 1900 schrieb sie eine Selbstbiografie. Dort offenbart sie, dass sie schon als Kind mit dem Jesusknaben auf schwesterliche Basis verkehrt hat und so weiter und so fort. Gier nach Anerkennung wird fast von jeder Seite spürbar. La Salette steht für den Theologen als Warnsignal vor dem Wildwuchs noch einmal im marianischen Gemüsegarten.
Viele Theologen stellen heute die Frage, würde die Kirche heute La Salette anerkennen? Heute ist La Salette ein Wallfahrtsort. Und das ist spannend. Ein Wallfahrtsort, in dem die Salettiner wirken. Ein Orden, der dort entstanden ist. Und jetzt beachten Sie, wie sich die Veränderung vollzieht. Gegründet 1852, also gleich nach der Erscheinung, der Orden preist seine Identität heute sehr schön. Die Erscheinung unserer Mutter auf dem Berg von La Salette ist keine neue Lehre, sondern eine neue Gnade. Sie ist die Offenbarung der Liebe und des Mitleids, die es für uns im Himmel gibt. Und die Einführung zur Spiritualität der Salettiner. In La Salette hat sich Maria geoffenbart als Mutter der Versöhnung. Ein völlig neuer Inhalt. Versöhnerin der Sünder, das ist der Titel, den die Pilger ihr gegeben haben. Und er wurde von der offiziellen Kirche übernommen. Maria hat in ihrer Erscheinung zur Umkehr, zur Versöhnung mit Gott aufgerufen. Zu Recht verehren wir sie darum als Mutter der Versöhnung. Und im Geiste von La Salette wirken heißt, auf Versöhnung hinarbeiten. Versöhnung im umfassenden Sinn beinhaltet ein Dreifaches. Die Versöhnung mit sich selbst, die Versöhnung mit eigener Biografie, die Versöhnung mit Mitmenschen, die Versöhnung mit Gott. Und warum heute nicht hinzufügen, die Versöhnung mit der Mitwelt? Nur als versöhnte Menschen können wir die Mitmenschen auf dem Weg der Versöhnung glaubwürdig begleiten und die Schöpfung, die Natur pflegen. Beachten Sie, wie schön sich eine fragwürdige Erscheinung, jetzt werde ich darauf hingewiesen, ich soll mal fertig sein, ich bin jetzt ungefähr bei der Mitte, jetzt tue ich meine Redeweise für, wie sagt man, doppelt schnell so machen. La Salette wird, wenn man so viel eröffnet, eine Quelle. Und man könnte jetzt Beispiele von diesem unübersichtlichen und wuchernden Garten anhäufen. Kaum eine oder keines von denen ist auch kirchlich anerkannt. Ob Terizinen in Belgien, in Bretagne, radikal von pessimistischem Geist geprägt, Heroldsbach in Deutschland, eine äußerst dramatische Geschichte mit Kindern, wo der Pfarrer die Kinder gewissermaßen trimmt, vom Bischof zur Strafe versetzt wird. Das Heilige Offizium von Rom verbietet im Schluss. Oder in Cosenza in Italien mit ungeheuren angstbringenden Texten, die schon nach dem Zweiten Weltkrieg also publiziert werden und ständig die Bedrohung durch einen globalen Atomkrieg an den Tag legen. Die Marianische Mantel wird dort in Cosenza geteilt. Der eine Teil des Mantels schützt die Gläubigen, der andere führt sie zu Verderben, zu Vernichtung. Es gibt auch ganze Biografien, massenweise Menschen, auch Männer, nicht nur Kinder, nicht nur Frauen. Der berühmteste unter ihnen in Freilassing, Alois Irlmeier, der wie ein Film einen zukünftigen Atomkrieg auf der Leinwand auf seinem Haus von Maria geoffenbart bekommen hat. Übrigens, in der heutigen Zeit ist es köstlich, das zu lesen. Das Klima hat sich geändert. Es ist wärmer geworden, auch bei uns. Und die Südfrüchte wachsen wie in Italien. Und deswegen sind die Leute gottesfürchtig. Beim Herrn Irlmeier. Garabandal in Spanien. Sehr populär geworden, 69, das Strafgericht wird furchtbar sein. Und im Schleppmantel vom Garabandal, vermutlich die skurrilste Erscheinung, die es gegeben hat, 1969, Clemente Dominguez. Ein begnadeter Mensch, der Maria sieht, auch Jesus, dem es gelingt, einen vatikanischen Kurienbischof auf seine Seite zu bekommen, einen Vietnamesen Gott Dinh Tung, der ihn zum Priester und anschließend zum Bischof weiht. Gültig weist. Papst Paul VI. Exkommuniziert die beiden, doch die Weihe ist gültig. Die Erscheinungen hören nicht auf, ganz im Gegenteil, sie werden immer stärker und irgendwann nach dem Tod von Papst Paul VI. Wird Dominguez zum Gegenpapst ausgerufen. Das ist der Papst Gregor XVI. Palma di Troia bis heute existiert noch als Wallfahrtsort. Schon der dritte Gegenpapst residiert dort, Petrus II. Momentan. Übrigens, damit man sieht, wie der Garten dann wuchern kann.
Dominguez, also Gregor der 16. verkündet Dogmen am laufenden Band. Als er das unbefleckte Empfängnis des heiligen Josef verkündet hat, konnte man das noch schlucken. Aber als er seine eigene unbefleckte Empfängnis verkündet hat. Aber die Anhänger sind nicht zu bremsen. Im YouTube gibt's wunderschöne Bilder, also was man da von ob in dem Zusammenhang, doch nicht ganz, aber niemand soll sich betroffen fühlen. Auch in Österreich gibt es so eine Erscheinung in Bad Leonhardt im Lavantal. Interessanterweise ein Italiener, Salvatore Caputa, bekommt dort zweimal im Jahr regelmäßig Erfahrungen. Die Leute pilgern alle zweimal im Jahr dorthin. Es gibt Rosenduft dort und verschiedene Sachen. Wie gesagt, der Garten wuchert. Eine Sonderstellung bei all diesen Dingen hat Amsterdam. Amsterdam, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Erscheinungen, viele Mitteilungen, es wird die Geburtsstunde der Frömmigkeit Frau aller Völker, verbreitet in der ganzen Welt. Interessanterweise, neben den tragischen Botschaften, zum ersten Mal tut dort die Maria auch dogmatische Lehren verkünden, und zwar nämlich das Dogma der Miterlöserin. Sie ist die Miterlöserin. Sie prophezeit, dass die Kirche dieses Dogma auch irgendwann anerkennen wird. Es hat im Umkreis des Zweiten Vatikanischen Konzils große Auseinandersetzung um diese Miterlöserin-Frage gegeben. Es ist ein Hin und Her. Was wird anerkannt, was nicht? Der letzte Stand, 30. Dezember 2020, also ganz frisch. Die Glaubenskongregation hat ein Urteil verkündet, und das ist salomonisch, wir kommen bei Medjugorje auch noch mal auf dasselbe Problem. Der übernatürliche Charakter und Ursprung wird bestritten, wohl aber die Verehrung der Frau aller Völker und nur der Frau aller Völker wird erlaubt. Interessanterweise, diese Frau aller Völker in Amsterdam hat einen fernöstlichen Ableger, und zwar in Akita in Spanien. Dort hat ein buddhistischer Mönch eine Statue geschnitzt, in der Form von Frau aller Völker aus Amsterdam. Diese Statue hat dann irgendwann geweint. Das ist auch ein beliebtes Mittel sehr oft. Und was dort dann vor sich gegangen ist, das wäre noch sehr lange zu erklären. Jedenfalls hat der Bischof, der Lokalbischof, diese Geschichte anerkannt als etwas mit übernatürlichem Charakter. Und auch der Kardinal Ratzinger als Glaubenskongregationschef 1988 hat Zustimmung gegeben. Man könnte das jetzt eben weiter erzählen, aber die Zeit vergeht. Damit sind wir jetzt bei jenem Beispiel, wo ich vermutlich gedacht habe, da habe ich was vergessen, das irgendwo an der Grenze steht und die Grenze im guten Sinne des Wortes überschritten hat, nämlich eine der größten, zweitgrößte Erscheinung der Welt, Fatima. Für mich ist Fatima ein gelungenes Beispiel der Integration apokalyptischer Botschaft in das kirchliche Bewusstsein. Wie Sie wissen, die Erscheinungen waren jeden 13. des Monats, ausgenommen Oktober im Jahre August 1917. Die Seher haben sie alle aufgezählt auf dem Handout. Sonnenwunder auch, ein Phänomen, das bis heute Diskussionen aufwirft, was das war. Mehr als 30.000, es gibt Leute, die sagen 100.000 Menschen sollten dabei gewesen sein. Den besonderen Charakter bekommt dieser Ort durch den Besuch der Päpste. Der erste Papst, der dort war, war Paul VI. Johannes Paul II. War dreimal dort. Das erste Mal nicht zuletzt deswegen, weil der Anschlag, der auf ihn ausgeübt wurde, am 13. Mai, also am Jahrestag der Erscheinung, stattgefunden hat. Ein Jahr drauf ist er dorthin gefahren, um der Maria zu danken. Benedikt war dort und auch der Franziskus. Alle letzten Päpste waren in Fatima. Die Geheimnisse von Fatima, verschriftlich 41, die zwei ersten veröffentlicht, 42, haben katholische Frömmigkeit sehr geprägt. Es sind die Geheimnisse, die eigentlich die Hölle offenbaren. Unsere liebe Frau, das erste Geheimnis, zeigte uns ein großes Feuer. Mehr, das in der Tiefe der Erde zu sehen schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es durchsichtige, schwarze oder braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fliehen nach allen Richtungen und so weiter und so fort. Das zweite Geheimnis,
Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg wird ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius dem 11. ein anderes, schlimmeres beginnen. Wenn ihr eine Nacht von unbekanntem Licht erhellt seht, dann wisst ihr, dass das das große Zeichen ist, dass das Gott gibt. Es kommen dann die Forderungen nach der Weihe Russlands, die Prophezeiung, dass Russland sich bekehren wird. Es kommt die Prophezeiung, dass viele Kriege und Nöte kommen. Das ist veröffentlicht worden und hat die katholische Frömmigkeit sehr geprägt, sehr intensiviert. Es sind sehr viele Gebetsinitiativen entstanden. Das dritte Geheimnis, verschriftlich 44, wurde erst durch Kardinal Ratzinger im Jahre 2000 veröffentlicht. Damit hat man jetzt der Spekulation ein Ende bereitet. Eine Kostprobe nur. Nach zwei Tagen, Teilen, die ich schon dargelegt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Er sprühte Funken und Flammen. Der Engel rief Busse, Busse, Busse. Und wir sahen ein ungeheures Licht, Gott etwa. Und dann sahen wir eine weiße Gestalt, Heiliger Vater. Wir sahen verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen Steinberg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand, aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor wir dort ankamen, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war, und halb zitternd mit wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen auf seinem Weg er begegnet ist. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Ein jeder hatte ein Aspergill aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer. Das Geheimnis hatte nach der Veröffentlichung eigentlich seine Faszinationskraft verloren. Viele glauben, dort war der Attentat auf Papst Johannes Paul II. Vorher gesagt. Das Fatima, habe ich schon gesagt, ist der Grund gewesen für viele Frömmigkeitspraktiken. Es hat die katholische Frömmigkeit wie kaum eine andere Erscheinung weltweit intensiviert und, so paradox es klingen mag, unzählige Nachahmungserscheinungen hervorgerufen. Viele der Erscheinungen ab den 50er Jahren bis zum heutigen Tag verlaufen fast nach selben Muster wie Fatima, inklusive der immer inhaltsleer werdenden Botschaften. Was ist zu sagen über die Höllenvision? Der systematische Theologe erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass wir Visionen gegen Visionen haben. Niemand ist vom katholischen Lehramt verpflichtet, diese Sachen zu glauben. Mystische Visionen, Offenbarungsvisionen. Für mich eine ungeheuer wichtige Vision ist die Vision der Adrienne von Speyer. Eine bekehrte Hugenottin, die bei Hans Urs von Balthasar, dem großen Schweizer Theologen, zum Katholizismus konvertierte. Diese Frau hat in der Karwoche vom Gründonnerstag bis Ostersonntag mystische Transvisionen gehabt und am Karsamstag begleitete sie Christus in der Hölle. Was überraschend an diesen Visionen war, sie traf niemanden in der Hölle. Nur das, was die Menschen von ihrer Identität an das Böse verlieren. Die Tätigkeit des durch die Hölle gehenden Christus bestand darin, diese Identitätsteile auszulöschen, sie dem Bösen zu entreißen. Das motivierte Balthasar zu seiner Theologie der drei Tage. Eine Theologie, die eigentlich von einer universalen Hoffnung geprägt ist, nämlich Erlösung von der Hölle. Am Rande gesagt, Johannes Paul II. War davon fasziniert. Es sind Privatoffenbarungen, welche Relevanz sie haben. Wir können darüber diskutieren. Durch die Tatsache, dass die Päpste diese Wallfahrtsorte besucht haben, bekommen sie natürlich schon einen größeren Stellenwert. Und jetzt sind wir bei jenem Beispiel, das vermutlich für viele von Ihnen sehr aktuell ist, Medjugorje. Warum habe ich das am Ende gesetzt? Weil es ein klassisches Beispiel ist, an dem sich das kirchliche Lehramt abarbeitet. Und die Abarbeitung scheint kein Ende zu kennen. Weil die
Erscheinung völlig alle Grenzen des bisher Bekannten sprengt. 81, die erste Vision einer ganzen Gruppe, Gospa, die Frau oder die Herrin, die dann später Königin des Friedens genannt wird. Ich erinnere an die gesellschaftlichen Spannungen zwischen in Bosnien, Herzegowina, zwischen Serben, Kroaten, dann der Krieg. Die Erscheinungen wiederholen sich faktisch jeden Tag. Einige der Seherinnen haben sie nicht mehr, die anderen schon. Die Frage nach der Echtheit der Entscheidung bewegt viele Menschen. Was in Medjugorje allerdings dazwischen entstanden ist, ist ein ungeheurer Pilgerstrom. Pilgerstrom unabhängig von allen kirchlichen Untersagungen und Verboten. Der höchste kirchliche Würdenträger war Kardinal Schönborn, der um die Jahreswende 2009-2010 Medjugorje besucht hat und sich darüber geäußert hat, dass die Menschen einen Riecher für die Gegenwart des Übernatürlichen haben. Es gibt ein Gespür der Gläubigen, und das sei ein Zeichen für den Weg der Kirche. Papst Franziskus hat sich entschieden, jetzt ein Quasi-Urteil zu treffen. Es sei keine übernatürliche, gewissermaßen kein Urteil über die Übernatürlichkeit des Ortes, wohl aber werden offizielle Pilgerfahrten als solche anerkannt. Ein Mittelweg. Das heißt jetzt im Klartext, Medjugorje ist ein Ort der Frömmigkeit. Was spannend und interessant ist, wir haben eine Analogie zu Medjugorje. Und das ist Kibeko in Ruanda. Auch im Jahre 1981 bekommen dort Kinder eine Vision der Mutter Gottes, die als Einheimische erscheint. Diese Erscheinung wird dann in Verbindung gebracht mit dem später sich ereignenden Völkermord. Interessanterweise, der Ortsbischof dort in Ruanda hat diese Erscheinung anerkannt und die Kirche hat dem zugestimmt. Das ist auch die letzte kirchlich anerkannte Erscheinung. Der polnische Erzbischof Hosar war dort damals Nuntius. Als er dann nach Polen zurückgekommen ist, das nach den Zeiten des Völkermordes, hat ihn Papst Franziskus dann zum Visitator in Medjugorje ernannt. Er hat gewisse Analogien zwischen dem afrikanischen und ruandesischen Wallfahrtsort, der einzige Wallfahrtsort, der auf eine Erscheinung geht, auf dem afrikanischen Kontinent, und Medjugorje festgestellt. Aber wie gesagt, es ist eine Werkstätte, lehramtliche Werkstätte. Was auf Ihrem Handout nicht steht, was aber doch von Bedeutung ist, ist eine Erscheinung, die im deutschen Sprachraum umstritten ist, von vielen belächelt wird, die aber Theologie, geschichtlich und systematisch von ungeheurer Bedeutung ist. Ich wäre ein schlechter Pole, wenn ich darauf nicht hinweisen würde, die polnische Nonne Schwester Faustina. Schwester Faustina tritt in einen Orden Mutter der Barmherzigkeit. Entweder hat sie den Orden missverstanden, das wäre das klassische Maria die Barmherzige Mutter, oder sie hat eben Erlebnisse gehabt, was man theoretisch, hier hat es bestätigt inzwischen, sie ist heilig gesprochen worden. Es erscheint hier der barmherzige Jesus, berühmt und das für viele sehr kitschige Bild. Das ist zweitrangig. Was ist das Entscheidende, meine Damen und Herren? Hier spielt sich eine theologiegeschichtliche Revolution ab. In Zeiten, wo die Theologie den zornigen Gott, den gerechten Gott verkündete, verkündet diese Frau, die zentrale Eigenschaft Gottes ist Barmherzigkeit. Die zentrale Eigenschaft Gottes. Damit wirbt sie die gesamte scholastische und neuscholastische Theologie, eine ungelernte Frau, durcheinander. Natürlich, eine ungeheure Bedeutung hat Johannes Paul II. In der Förderung vom Wadjewniki und Schwester Faustina. Im deutschen Sprachraum tut man sich schwer damit. Und das ist fast ein theologischer Treppenwitz der Geschichte. Kardinal Kaspar, noch bevor er Kardinal wurde, hat eine Neuausgabe des Lexikons für Theologie und Kirche herausgegeben. In dieser Neuausgabe wird man vergeblich nach dem Terminus Barmherzigkeit Gottes, vergeblich nach der Faustina suchen. Es gibt nicht. Es gibt nicht, obwohl sie schon heilig gesprochen war und der Papst schon bereits den Sonntag der Barmherzigkeit verkündet hat. Als dann Kardinal wurde und Papst
Benedikt XVI. Die Faustina gewissermaßen genauso anerkannte wie Johannes Paul II., hat Kardinal Kasper ein Buch über die Barmherzigkeit geschrieben und schreibt, er verdankt die entscheidenden Impulse zu diesem Buch der Schwester Faustina. Das erzähle ich nur deswegen, weil Papst Franziskus nach seiner Intronisation gerade dieses Buch gelesen hat und empfohlen hat, gesagt, das sei das wichtigste Buch, was er vor dem Konklave gelesen hat, über die Schwester Faustina. Unabhängig von der Faustina. Hier hat sich eine theologiegeschichtliche Revolution ereignet. Beachten Sie, das war 1930. Die zentrale Eigenschaft Gottes ist nicht Barmherzigkeit, ist nicht Gerechtigkeit, sondern Barmherzigkeit. Wir sind in diesem Spannungsfeld. Jetzt könnte man sagen, eine Frau hat durch ihre Erfahrungen faktisch genauso das Koordinatennetz durcheinander geworden wie Maria durch ihre Erscheinungen. So, jetzt ganz kurz. Ich habe das mir erlaubt, Ihnen fast auf dem Handout vollständig abzudrucken. Das theologische Urteil vor allem über die Marienapokalyptik. Über jene Visionen, die, wie gesagt, sich unheimlich mehren. Es sind unzählige, immer wieder auftauchende Visionen, wo Maria weint, droht. Was ist davon zu halten? Sind das nur Drohungen? Deine Tage sind gezählt und nicht nur die deinen. Denn wenn die Erde vorbei ist, landest du in der Hölle. Was kann man theologisch zu dieser Apokalyptik sagen? Vermutlich zuerst das, was man auch zur biblischen Apokalyptik sagt. Es ist die Warnung auch vor dem apokalyptischen Fieber, in welchem Sinne des Wortes. Es geht nicht darum, Ängste zu erzeugen, wohl aber Ängste wahrzunehmen. Wir haben genug an Ängsten da, politischen, gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, kirchlichen. Wollen die apokalyptischen Texte den strafenden Gott mit seiner Drohbotschaft, er werde die Welt bald den Untergang bereiten, in Erinnerung rufen? Für mich als Theologen ist der Satz von einem französischen Kulturwissenschaftler René Girard zentral geworden in meiner Ausbildung. Spätestens seit dem Abwurf der Atombombe müsste die Welt begriffen haben, dass man für die Entfesselung des apokalyptischen Szenarios keinen Gott braucht. Denn bis dahin konnte man sich unmöglich vorstellen, dass eine apokalyptische Katastrophe von einem weltweiten Ausmaß entstehen kann. Und deswegen hat man Gott gewissermaßen im Sinne der Projektionen dafür verantwortlich gemacht. Spätestens, nachdem wir die Atomwaffen und Massenvernichtungswaffen haben, muss man sagen, Gott brauchen wir dafür nicht. Aber hat damit Gott ausgedient? Der Mensch selber genügt zur Zerstörung. Doch damit ist nicht alles über Gott gesagt. Die Wahrnehmung des Klimawandels heute, das mediale Bombardement mit den wissenschaftlich abgestützten Prognosen über den Weltuntergang, versetzen viele Menschen in Panik, weil sie das Ende vor der Tür sehen. Jetzt sage ich ganz bewusst, für die an der biblischen Tradition geschulte Glaubensmentalität ist die Botschaft vom Weltende bei Gott keine Offenbarung. Die Welt ist endlich. Und die Geschichte wird einmal ein Ende haben. Die Erkenntnis der Endlichkeit schenkt uns beides. Gelassenheit und den Willen zum Engagement. Unsere Zeit hat vergessen. In der Zeit meiner Jugend war das ein sehr berühmtes Diktum, dem Luther zugeschrieben. Auch wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Gelassenheit. Nicht Panik. Die Welt in Gottes Händen wissend und sich für das Beste einsetzend, das macht die Eigenart der christlichen Existenz in der endlichen Welt heute aus. Und jetzt, nun ist aber die Welt oder hat die Welt das Vertrauen auf Bergen der Gegenwart Gottes verloren. Und deswegen haben wir auch das Vertrauen auf die Hoffnung, ihren Namen verloren. Und wir verfallen der Mentalität der letzten Generation. Auf dem Handout gibt es jetzt interessanterweise hier einen Schreibfehler. Da steht verfällt vom Verfällen, es heißt verfällt vom, müsste heißen vom Verfallen. Also ein Buchstabe ist zu ändern. Ich Ausländer. Wir haben das Vertrauen verloren und verfallen der Mentalität der letzten Generation. So etwas kann bei vielen Menschen zum Quietismus, Resignation führen. Ganz nach dem Motto von Jesaja
Jesaja kritisiert es, dass du Süßen und Trinkenden morgen sind wir tot, oder aber zu Allmachtsfantasien. Verstehen Sie mich bitte richtig? Politiker, die sagen, wir werden die Welt retten, erliegen den Allmachtsfantasien, sage ich. Die Marianisch strukturierte Volksfrömmigkeit der Erscheinungen, sofern sie vom Überwuchern gereinigt ist, vermittelt uns also eine doppelte Botschaft. Sie will zuerst die Augen öffnen auf Gefahren. Sie steht in der Tradition der echten Propheten und auch in der Tradition Jesu, die in zeitbedingter Sprache auf die Konsequenzen unseres eigenen Handelns aufmerksam machen. All das trifft auch auf die modernen Diagnostiker, Wissenschaftler und ethisch denkenden Politiker. Diese aber, wenn sie ehrlich wären, müssten mit dem Zusatz fertig werden: Ein Mensch, der sich von Gott verabschiedet hat, hat sich keineswegs aus seinen Ängsten befreit. Davon kann unsere säkularisierte Gegenwart ein Lied singen. Und da bin ich beim zweiten Punkt. Gott ist zwar nicht der Urheber und Autor der möglichen Katastrophe, aber er steht ihr nicht abseits. Er begleitet uns auch oder gerade in der Katastrophe. Er rettet nämlich. Rettet gar durch den Tod hindurch. Befreit uns von der Ideologie der letzten Generation, von Allmachtsfantasien, von Quietismus. Gläubige Gelassenheit, die Hoffnung ausstrahlt und so dem alltagsrelevanten Engagement auf die Beine verhilft, wäre gefragt. Denn was sagt da die grenzenüberschreitende Maria? Sie können nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Dankeschön, ich entschuldige mich, dass ich ganze 25 Minuten oder sowas überzogen habe.